Geschichten aus Psycho. Ihr wisst doch alle, dass ich in Deutschland gerade bin und in Psycho und dann später noch nach Koblenz fahre, so circa vier Tage jeweils und dann nach Hause. Während dieser Zeit kann ich leider nicht so viel Videos machen und beziehungsweise nicht so viele Videos so hart bearbeiten wie normalerweise zu Hause, wie zum Beispiel meine Yu-Gi-Oh! Videos. Aber ich versuche natürlich so gut etwas zu machen, wie ich es kann, weil ich muss auch sagen, ich habe Urlaub und ich möchte nicht das alles jetzt hinschmeißen und dann auch nur stundenlang Videos schneiden am Tag. Und deswegen, kommen solche Videos. Aber ich gebe natürlich so viel Mühe, wie es geht. Und es kommen ja immer so ein paar Stunden oder so raus. Die Aufnahme ist da allerdings relativ kürzer als normal. Und zwar geht es in dem Video um Geschichten aus Psycho, die mir mein Onkel, der übrigens 80 Jahre alt ist, mir gesagt hat. Und so Psycho ist ein komplettes Sündenhaus, um erstmal gut zu sein. Denn, mein Onkel hat mir gesagt, es gibt hier einen, der ist etwas jünger als er selbst. Ich glaube, der hat gesagt, er ist 60 Jahre alt, wohnt hier und hat seinem Sohn erstmal das Nasenbein gebrochen. Ja, ganz toller Typ. Außerdem arbeitet er schwarz in einer Firma, wo er Heizungen repariert und man weiß ja, man soll sich damit nicht anlegen, weil es gibt keine Garantie dafür, weil Schwarzarbeit ist ja alles illegal, logischerweise. Und das Geile ist, als hier in Psycho oder in der allgemeinen Gemeinde ein Bürgermeister gewählt werden sollte, hat sie natürlich dieser Typ als Bürgermeister aufstellen lassen. Und mein Onkel war genauso fun, wir hatten einfach mal gewählt. Und ein anderer hat mal einfach eiskalt, sagen wir so, Petersilien, wenn ihr versteht, was ich meine, in den Garten gepflanzt. Ja, moin. Ja, das war's jetzt eigentlich hier von meinem kleinen Video hier. Ganz kurze Geschichte aus Psycho, wo es ein paar schräge Leute dort gibt. Ich sage, bis nächstes Mal. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr neu auf Kanal seid und mehr von mir wollt. Bis nächstes Mal.